So, also 14.3 Beispiele. Ja, wir hatten ja für unsere Teilnahme an der Präsenzübung so eine Effektstärke von 0,4 ungefähr rausgekriegt. Jetzt wäre es natürlich mal interessant im Vergleich zu anderen Dingen, die man in der Schule machen kann, Hausaufgaben, sitzen bleiben, was auch immer, ja. Ist das jetzt viel oder wenig? Das wäre ja mal interessant. Und also, welche Stärken sind typisch in der Didaktik, sagen mal. Okay, und wie findet man das überhaupt raus? Also es gibt ja tausende von Studien, ja, viele, viele tausend Studien zu Themen in der Schule. Und dann kann man Folgendes machen, man kann alle Studien zu einem bestimmten Thema zusammenfassen, zum Beispiel alle zu Hausaufgaben oder alle zu Klassengröße oder alle zu welche Lernmethode man für zum Rechtschreiben lernt, Lautmethode oder Ganzwortmethode oder so. Alle Studien zu einem bestimmten Thema zusammenfassen, dann bekommt man eine Metastudie. Das machen Leute. Und dann kann man aber auch nochmal alle Metastudien gleichzeitig angucken. Ja? Also man könnte raussuchen, alle Metastudien. Ja, und das hat ein gewisser Herr John Hattie gemacht. Viele von Ihnen kennen den vielleicht aus der Didaktik. Und wie hat er das gemacht? Er hat sozusagen für alle diese Metastudien und die verschiedenen Sachen, die man angucken kann, die Effektstärken berechnet und dann zusammengefasst. Hier ist das Ergebnis. Das war eins der Ergebnisse. Hier sehen wir also die verschiedenen Effektstärken, die in über 800 solche Metastudien rausgekommen sind. Habe ich aus dem Buch hier kopiert. Und jetzt sieht man mal, was so typische Effektstärken sind. Wir hatten ungefähr 4,1, also hier ist 0,39. Also hier so. Wir sind hier. Ja, also unsere 0,41 ist ungefähr hier. Das heißt, wir liegen ungefähr in der Mitte. Ja? Also ist jetzt nicht so, war ist schon mal nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht eine gigantische Neuerung. Ja? Also man sieht hier sind sogar negative, wo es schlechter wird. Also hier sind so Sachen wie sitzen bleiben und Fernsehen. Ja? Das tut einem nicht so gut. Hier drüben sind so Sachen wie Glaubwürdigkeit des Lehrers oder eine Klasse überspringen und hier sind so andere Sachen dazwischen. Also ich werde vielleicht später nochmal mit Ihnen ein bisschen überlegen, was hier ist. Also so eine Idee, was zu verbessern, was ungefähr 0,4 hat, ist schon mal nicht schlecht. Ja, kann man machen. Das heißt, so der Einfluss, den Übungsgruppen auf die Klausurnote haben, ist zumindest so ungefähr in der Mitte von dem, was so üblich ist. Ja. Was das noch weiter bedeutet, müssen wir vielleicht später nochmal diskutieren, aber zumindest die Größe des Effekts ist irgendwie typisch. Ja? Also merken wir uns, Hattie, ja, Effektstärke, ja, also wenn man so 0,2 und kleiner ist, ja, das ist klein. 0,4 ist Mittel und so ab 0,6 Ja, sollten Sie also mal irgendwo in der Didaktik über irgendwas diskutieren, was man vielleicht in der Schule machen sollte oder nicht sollte, fragen Sie mal nach, was ist denn die Effektstärke? Ja, und wenn die Effektstärke so hier im mittleren Bereich ist, dann gibt es wirklich sehr viele andere Sachen, die man auch machen kann. Muss man überlegen, ob jetzt gerade diese Sache besonders toll ist. Wenn es über 0,6 ist, dann ist es was richtig Gutes, dann sollte man da weiter drüber nachdenken. Wenn es mehr so in diesem kleinen Bereich ist, dann kann man es auch genauso gut lassen. Da gibt es viele, viele andere Sachen, wo man sich Mühe geben könnte, um auf 0,4 zu kommen. Ja? Das wäre unser erstes Beispiel, um nur Effektstärken einzuschätzen. Jetzt im nächsten Video mache ich noch ein Beispiel.